Ich bin hier nicht der, der Kampagnen macht für den Sebastian Kurz. Ich kenne seine Problematiken auch. Ich habe mich auch mit ihm auseinandergesetzt. Wobei vielleicht das für mich Interessante ist, dass er dort, wo ich die Probleme sehe, nicht antwortet, weil er es möglicherweise gar nicht weiß. Das ist ein Plädoyer für seine Jugend. Verschiedenes, was wir wissen und was Sie hier in unserem gemeinsamen Alter perspektivisch sehen und mitleiden, ist für den kein Thema. Da ist blank. Und wobei ich Ihnen dazu sagen muss, wenn Sie in Publikumsdiskussionen gehen, was ich tue, da sind Fülle blank in diesen Fragen. Ich beobachte mit Sorge, dass man in Diskussionen von durchaus von Leuten, die ich nicht annehme, dass sie autoritär oder rechts oder so irgendwas organisiert, wird gesagt, naja, also der Orban, der hat schon recht, man muss einmal durchgreifen. Ne? Oder Leute, die mir erklären, der Putin ist ganz ausgezeichnet, behaupten selber, dass sie tadellose Demokraten sind. Oder das chinesische System hat einen Vorteil. Die haben zwar nur eine Partei, aber das ist vielleicht eh gescheit. Wir haben jetzt viele Parteien. Diese Dinge werden bitte gesagt. Ich empfehle Ihnen wirklich, gehen Sie unter die Leute und hören Sie das einmal an, so Nebenbei-Meinungen, wobei diese Nebenbei-Meinungen zum größten Teil Mehrheitsmeinungen sind. Die werden natürlich nicht so ausgeschwitzt, dass sie klar formuliert sind, sondern die kommen so nebenbei als eine Grundeinstellung. Und das ist ein Aufweichungsprozess, der sehr gefährlich ist. Wir haben hinsichtlich der Qualität der Demokratie, sollten wir Sorge haben. Da funktionieren Dinge nicht. Also ich zähle nicht zu jenen, die also von dem freien Spiel der Kräfte im Parlament begeistert ist. Dann auch zur Bemerkung, also alles, was Sie dem Kurz nachsagen, da kann ich Ihnen ganz offen sagen, und da verrate ich, ja, na, kein Geheimnis, ich habe mich einige Male mit Sebastian Kurz ganz klar in die Richtung auseinandergesetzt auf seine Inhalte. Und da komme ich auf das Jugendthema zurück. Da bin ich drauf gekommen. Ich habe das mehrere Male gemacht, dass er von bestimmten Dingen gar nichts weiß. Jetzt muss man aber Folgendes sagen, er hat eine Wahl gewonnen. Unterschätzen Sie den Faktor einer Wahlgewinnung für eine Partei nicht. Das hat für die ÖVP nicht so ausgeschaut, dass sie wieder Wahlen gewinnt und den Bundeskanzler stellen kann. Das ist eine seiner Stärken intern. Das ist außer Frage. Ich würde sagen, wenn die Rendi Wagner die Mehrheit gewinnt, kann sie auch einiges machen. Kann sie machen, was will. Das ist, da gebe ich dir völlig recht, Kaspar. Nur das wird nicht der Fall sein. Ne? Also da sehen Sie die Schwierigkeiten, die hier existieren. Bitte das nicht zu unterschätzen. Ich habe mehrere Male den Sebastian Kurz, und ich staune, dass er mir immer noch die Gelegenheit gibt, gefragt sozusagen, was ist der Inhalt? Wofür steht er? Da hat er mir viermal nicht geantwortet und zweimal hat er geantwortet, ich weiß, dass ich hier ein Problem habe, wir haben schon 12 Mal eine Sitzung darüber gemacht. Man kann sich darüber erheitern, ich habe mich nicht erheitert. Da wäre die Frage, wie wäre es da mit ihm beieinander gesessen oder sozusagen, wie schaut das in Wirklichkeit aus? Das ist das Problem Demokratie, das ich Ihnen vorher gesagt habe. Möglicherweise, und da bin ich sehr nachdenklich, dass aufgrund seiner Jugend das Bildungssystem, das wir hatten, eigentlich ihm keine Inhalte vermittelt hat. Er ist in die Schule gegangen, also dort hat er absolviert, an der Universität nicht, aber Schule hat er erledigt. Da ist ein bisschen ein Problem da, das soll man nicht unterschätzen. Er widerspiegelt die streckenweise Inhaltslosigkeit dieser Generation. Haben Sie wirklich mit den 30-Jährigen alle zu tun? Und fragen Sie die, was die Inhalte hier sind? Da werden Sie sich wundern. Ich mache mir diese Mühe. Sie kriegen also ganz, ganz komische Stellungnahmen.